Ah! Come on! Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Er hat gerade 1000 dafür ausgegeben, 50 Münzen zu haben. Vielleicht keine Münzen mehr. Ich wurde halt voll ausgenommen von dem fucking einarmigen Ball. Hallo, hier ist Bodo. Dude, entschuldige die späte Störung. Mein Anton wird mir immer ähnlicher. Es wird immer niedlicher und, weißt du, jetzt können wir Erratfratz vielleicht K.O. schlagen. Sollte die Leiterin von Ducati herausfordern. Bis später. Bodo, du sollst mir nur sagen, wenn irgendein Sale ist. Wir spielen Karten. Wo kann ich Karten spielen? Ist hier Karten spielen? Wer hat sein Getränk stehen lassen? Es riecht süß. Okay, nur das eine Getränk konnte ich anquatschen. Willkommen. Wir tauschen deine Spielmünzen gegen tolle Preise. Reib noch Salz in die Wunde. Barney, wo war denn... Gab es nicht irgendwie ein Kartenspiel oder sowas? Oder vertue ich mich jetzt? Genau. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ja, nice. Epilepsie-Warnung erstmal. Woraus setzen? Ich hab was gewonnen! Noch einmal? Ja. So. Ah, okay. Ein guter Gewinn sogar. Ich glaube. So, chancentechnisch müsste jetzt quasi das hier richtiger sein. Genau. Juhu! So, und jetzt ist chancentechnisch ist relativ hoch, dass ich entweder beim P oder bei Pikachu bin. Sagen wir mal P. Goddammit. Ich hätte... Ja. Okay, versuchen wir es nochmal. So, jetzt aber P. Goddammit, Pikachu! Noch einmal. Go, 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 go! Bitte! Oh, you gotta be kidding me! Fuck off. God damn it! Einfach mal 1000 an die Wand gefahren! Die festliche Stadt mit opulentem... was? Mit Opul-Charm oder Opulenten-Charm? Mit Opul... Opulenten-Charm. Fucking einfach, ich gehe hin, so, oh, ich will ein bisschen Glücksspiel betreiben. Loser. Okay, dann spielen wir halt mit Karten. Chancentechnisch nehmen wir mal das hier. Aha! Schwachkopf! Raus hier! Laugh like a hyena, and friends will gallop to your side. AWI, jetzt mit Facecam, I like kleiner als 3. Moin Nulli, jo. Vielen lieben Dank für 5 Monate Treue. Nur heute mit Facecam. Goddammit.
So, ich habe so viel Pech im Glücksspiel, egal welchem. Jetzt möchte ich auch endlich irgendwann mal Glück an der Liebe haben, verdammte Kacke. Ich mag. Behandelst du deine Pokémon gut, werden sie dich regelrecht lieben. Oh, lass mich dein Onix sehen. Es ist sehr süß. Also, Lady. Das Glück in der Liebe ist da hier schon direkt um die Ecke gewesen. Ich muss mal. Will sie meine Onix sehen, ne? Und findet es süß. Wenn ich mein Pokémon ein Item gebe, dann freut es sich. Ständig verliere ich in Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum ich meine Pokémon nicht. Einfach alle so in den Tod rammen. So, stirb! Die Welt ist ein Radweg. Der Fahrradladen. Oh, ich bin hergezogen, aber ich kann meinen Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und zur Werbung machen? Jo! Gib mir bitte Namen und Nummer, dann leihe ich dir ein Fahrrad. Dude leiht sich ein Fahrrad aus. Dude schickt Fahrrad in Basis-Items. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie überall fahren. Du kannst sie überall fahren. Dude, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Ich kann sie nicht überall fahren. Lügner. So, das immer auf Select, ein Klappe, so. Du kannst es überall nehmen. So. Yay. Wir haben ein Fahrrad. Okay. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Genau, das war der Namebewerter. Und da war die zweite Ausgabe. Der Radio Tower ist halt echt cool. So. So, da ist Arnold und hier ist ein Blumenladen. Blühender Blumenladen. Hast du den wackeligen Baum auf Route 36 gesehen? Meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt, ist das riskant? Na, ah, alles easy. Und was ist hier? Als ich einmal kämpfen konnte, mein Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Die Angriffspunkte oder AP seiner Attacken waren verbraucht. Manchmal kann man auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall musst du es in einem Pokémon-Center oder mit einem Item heilen. So gesund wirkt es dann gar nicht auf mich. So, ich gehe auch ich will noch nicht in die Arena, bin ich ehrlich. Wir gehen erstmal hier in den, zum einen in den Bahnhof und dann in den Radio Tower. So. Der Zug ist nicht gekommen. Ich werde die Passagiere auf dem Rücken tragen. Das wird nicht funktionieren. Okay, der Zug hat Verspätung. Der neue Radioturm wurde erbaut, um den alten zu ersetzen. My story, bruh. Das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab! Oh, okay. Tschüss. Willkommen! Auch an dir ein Willkommen. Hallo, bist du wegen der Glückszahl-Show hier? Soll ich die ID-Nummer deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID dieser Woche dieser Leute 62435. Mal sehen, ob du Glück hast. Leider stimmt keine deiner Ziffern überein. Der Zug hat Verspätung. Spielt das in Berlin? Gefühlt ja, ne? Hör uns, du darfst momentan ein besonderes Quiz. Beantworte die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Steck es in den Pokécom, um jederzeit Radio hören zu können. Möchtest du am Küste? Ja. Gibt es ein Pokémon, das nur vormittags erscheint? Ja. Korrekt. Frage 2. Ist diese Aussage korrekt? Du kannst Beeren nicht im Supermarkt erstehen. Ja. Richtig. Frage 3. Ist vor allem nur ein Blitz? Ja. Dammit! Ach so. Na, Blitz war vor allem 05, ne? Ja, goddammit, die Frage hat macht mich jedes Mal fertig. So. Ja, komm. Du bist ein Pokémon, das nur. Ja. Ich stell mir vor, dass ich mich einmal umdrehe, meine Cap andersrum aufsetze und dann wieder umdrehe und sage:
Hallo, ich bin hier wegen der Pokécom-Radio-Modul. Noob. Du kannst Biere nicht im Supermarkt essen. Ja. Nein. Nicht übel. Ist Falk der Arena-Leiter von Violet City, der Vogel-Pokémon einsetzt? Ich liebe es, wie spezifisch sie wird. Also, der jeden Morgen um 7.53 Uhr zwei Schüsseln Müsli ohne Milch, aber mit O-Saft isst. Ja. Moin, Kev, WB. Wieder richtig, hier die letzte Frage. Ist bei den einarmigen Banditen in der Spielhalle von Ducatia City ein Glumanda auf eine Rolle abgebildet? Himmel, Herrgott, war da ein Glumanda-Geiß? Nein. War nicht. Bingo, richtig, Glückwunsch. Ein Radiomodul? Dürfen Pokécom jetzt auch als Radio verwendet werden? Höre die bitte unsere Schauer, niemand anderes tut sonst. Müsli mit O-Saft. Ja, mit O-Saft. Ben ist ein großartiger DJ, seine sonore Stimme lässt mich dahin schmelzen. Schatten streamt ja noch, noch so für 40 Minuten. Ich liebe Margit vom Pokémon Talk. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Moin Fetzen, was geht ab? Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. Das Pummeluff schaut aus wie das Eilemau. Eilemau! Hi, ich bin Buena. Hast du schon von der Radiosendung Passwort gehört? Wenn du mir das Passwort aus der Sendung nennen kannst, erhältst du Punkte. Sammle die Punkte und tausche sie bei diesem netten Mädchen da drüben gegen einen Preis deiner Wahl ein. Bitteschön. Das ist deine eigene Punktekarte. Yay, ich habe eine blaue Karte. Höre dir meine Passwortsendung an. Buena hier, heutiges Passwort? Moment, es lautet Hyperball! Vergesst es nicht! Ich bin im Radioturm von Ducatia. Buena hier, heutiges Passwort? Moment, es lautet Hyperball! Okay. Die Musik ist funky. Christa, wenn man meine Lieblingsedition. Das ist echt ungewohnt, Schatten beim Stream zu sehen. Hi, hast du meine Sendung gehört? Kannst du dich an das Passwort von heute erinnern? Ja, klar. Oh, wow, danke. Wie war der Name noch gleich? Au. Dude, okay. Auf, Dude. Mach bei der Sendung mit. Ach, shit. Alle fertig? Schreit das heutige Passwort für Dude laut heraus. Hyperball. Juhu, das ist richtig. Du hast zugehört. Oh, das ist so traurig. Du hast zugehört. Ich bin so glücklich. Du hast hier einen Punkt verdient. Jo, Dude. Hat teilgenommen. Danke dafür. Ich hoffe, dass alle Zuhörer auch teilnehmen. Ich warte. Schatti macht dir Angst. Klassiker. Die Musik ist halt echt gut. Du kannst deine gesammelten Punkte gegen einen Preis deiner Wahl eintauschen. Ein Hyperball? Kann ich? Was ist das höchste? Okay, 5 Punkte. Oh, komm bitte wieder. Ich schreibe so, bitte komm wieder. Buena ist verrückt, ich will hier nicht sein. Du kannst über Radio hören. Probier's mal aus. Guck mal, der lügt wenigstens nicht. Ich kann über Radio hören. Schon fängt gleich an zu tanzen. Zutritt nur für autorisiertes Personal. Das war nicht immer so. Mit unseren Intendanten stimmt irgendetwas nicht. Verkauf. Professor Eis Pokémon Talk, die beste Show am Äther. Oh, ist das eine Kaffeetasse, die ich da sehe? Nein. So, und dann machen wir jetzt nochmal die... Also wir gehen in die Pokémon Arena rein. Ob wir sie jetzt heute schaffen, weiß ich nicht mehr.
Es wird doch langsam spät. Ich bin ja auch schon ziemlich lange jetzt hier schon bei der Sache dabei, du. Nö, ich werde alt, während ich hier sitze. Yo, Champion Speed! In dieser Pokémon-Arena war ein Trainer mit Pokémon des Typs normal auf dich. Ich rate dir, Kampf-Pokémon einzusetzen. Kampfschmampf! Ich habe ein Onix. Warte, Normal-Pokémon. Kann ich. Muss mal ganz kurz gucken. Kann ich Flo Sternschauer beibringen? Ich glaube eher weniger, oder? Nein, das war mir. Kann jemand mal nachschauen, auf welchem Level Flo eine Attacke lernt, die. Also Nebula eine Attacke lernt, die nicht Geist ist, aber trotzdem Schaden macht? Ich glaube, Lehmschelle und Kopfnuss funktionieren auch nicht. Von einem Geist eine Kopfnuss bekommen. Genau, das kannst du nicht und Lehmschelle auch nicht. Alles okay bei dir, Shutty? Ich mache mir gerade Sorgen. Bei mir war schon immer alles okay. Zornklinge ist halt. Genau, es sind nämlich Käferattacke. Das sieht irgendwie aus wie ein Pixie. Weil so ist. Einige Pokémon einfach ein. Quasi gruppiert wurden. So, warte, hier. Ich dachte, das sieht man hier irgendwo, vielleicht schade. Togepi und Pipi, Pixie und sowas haben quasi immer diesen Sprite, ne? Ich glaube, Chanera, Heitira auch. Süchen, Popöchen. Ich nutze dann erstmal Kanimani so ein bisschen. Ich habe Aaron. Achso, ich sollte vielleicht dann immer meine Pokémon heilen. Pokémon heilen. Das ist für Blims. Schlag ordentlich so, sonst werde ich es. Diese Damen hier, ne? Schlag ordentlich zu. Tina. Was eine Nicht-Geist-Attacke bei Level ab 33, aber macht nur Schaden mit Ziel. Uff, okay. Hallo Mauzi. Oh, warte, ich habe auch ein bisschen was an Schaden mitbekommen. Anscheinend. Dass sie jetzt hier schon auf Stufe 16 sind, macht mir so minimal Sorgen, ne? Bin ich hier ehrlich? Oh, zahlt extra Money! Oh! Zahltag ist eine tolle Attacke. Es liegen überall Münzen verstreut. Man könnte mich jetzt schon sehen, wie ich da so die Münzen aufsammel. So, was? Kampf? Wo? Okay, Schreck zurück. Ich sollte vorsichtshalber doch auf Aaron wechseln. Ich meine, da hat man schon ein Geist-Pokémon, ne? Um normal. Jesus Christ, ein Volltreffer. Um Normal-Pokémon zu ärgern. Aber dann bringt einem das nicht mal irgendwas. Come on! Goddammit! Ich wechsle auf Ninja. Ist es hier auch schon relativ stark, ne? Mit den ganzen Flinches, die hier immer wieder passieren. Gut für Biss, schlecht für mich. So, Kratzer. Du kratzt mich. So. Blöd, dass die EP jetzt quasi auf 700 Jahre. Oh, das war das erste von zwei Pokémon. Ich sehe es nicht gut enden für mich momentan. Nun denn. Probieren wir unser Bestes. Dieses ganze Zurückschrecken ist halt, was mich fertig macht. So, Ninja, du müsstest mir einen Gefallen tun und jetzt einen Crit landen.
Habe ich noch einen Supertrank? Ich glaube nicht, ne? Nope. Warte, habe ich hier nicht irgendwo einen Punkt Energiestaub? Energiestaub. Ninja muss mal Energiestaub zu sich nehmen. So. Das ist bitter. Ja, das war mir bewusst. Tut mir leid. Ich mag auch kein bitteres... Upsa. Ich mag auch kein bitteres Zeug. Ich bin auch eher jemand, der sowas... Jesus Christ! Nö! Du... Mann, ich hab Heilpuder verbraucht! Oh, ihr Benausenaffen! Kacke! So, ich opfer mal ganz kurz Visor. Das ist bitter, ja, da hast du recht, Kev. Upsa, das war die B-Taste. Ich gehe jetzt zur Liga. Nice. So. Aquaknarre. Please, please. Goddammit! Ah, ich explodiere gleich! So. Vielen Dank, Mauzi. Level 17. So, Schönheit Tina wurde besiegt. Nein, oh Mauzi, es tut mir leid. Ihr tut ihm 32 Poke auf. Ich stelle mir da wirklich vor, wie der Kampf vorbeigeht. Weißt du, der gegnerische Trainer kommt auf dich zu, möchte gerade die Hand schütteln und du kriechst auf den Boden zu. Münzen, 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 Münzen. Dafür habe ich mir gerade eine Harry Potter Tasche nur gekauft. Uff, Nerd. Was für eine WhatsApp-Gruppe? Was für eine Tasche, die du dir gerade gekauft hast? Tut mich interessieren tun. Weißt du, die hatte zwei Pokémon und die waren auf Level 16 beide. Puh. Das wird lustig. Nicht. Ich habe keine Kampfattacken dabei. Och, ich werde mich jetzt... Oh, Bianca wird wieder... Ich weiß nicht warum. Entweder bin ich einfach zu schlecht in diesem Videospiel oder aber Bianca ist doch einfach so eine doofe Hürde. Aber irgendwie komme ich mit ihr nie klar. Mit ihrer kompletten Arena. Ihre komplette Arena dreht mich einfach auf links. Oh, du musst wohl noch etwas wachsen. Ich mag dich, aber werde mich nicht zurückhalten. Fucking hell, Pokémon! Waren die schon immer so extrem? Oh, du Schnuckelchen! Lady, Abstand! Schönheit Martha schickt Wieso in den Kampf. Ich liebe es, wie Wieso da steht und es einfach ausschaut, als würde es so angeben wollen mit seinen Muskeln. So. Schau auf meine Mucki! Jesus. Okay, da ist wieder der Einigler. So. Aquaknarre, go! Team Titan, go! So, noch ein bisschen EP dafür. Noch ein Visor. Ich meine, Visor ist relativ wenig ein Problem. Oh, das ist Level 13. Das ist vielleicht doch ein kleines Problem. FSK 18 Pokémon. Musst du dir einfach mal vorstellen. Heutzutage könntest du als Lokalisationsteam sowas nicht mehr machen, ne? Weil die müssten da höchstwahrscheinlich gesessen haben. Das war höchstwahrscheinlich so 5 bis 10 Dudes, die da so saßen und sagen so... Ach, das ist eine Arena, ne? Ja, Harry! Wir machen einfach lauter zweideutige Anspielungen. Kinder werden das eh nicht verstehen. Ist ja einfach nicht zu glauben. Noch ein Visor, oder? Habt ihr Bilder geschickt? Nice. Schauen wir gleich rein. Das ist jetzt auch Stufe 17. Guck mal, das ist schon Stufe 17. Die sind halt schon heftig. Vom Level her. Oh, Kratzfurie.
Okay, 3 Treffer. Und Ruxukib, du Sau, du. Vielleicht sollte ich doch nochmal wechseln auf Aaron. So, wo habe ich dich, Aaron? Da. Ich glaube, das wäre das Klügste. Fisor dürfte nämlich keine anderen Attacken haben, die irgendwie gemein gegenüber Aaron sein, sind. So, up, Steinwurf. Fisor haut mit aller Macht gegen einen Stein. Fisor hat sich die Hand gebrochen. Verdienterweise. Nee, Fisor ist knuffig. Stell mir gerade vor, wie jemand Fisor am Schwanz packt und damit auf den Onyx einprügelt. Wie mit so einem Tennisschläger oder so. Martha wurde besiegt. Why did you have to say that name? It's his mother's name. Das ist eine Batman wie Superman Anspielung, Entschuldigung. Mal sehen, ups, schon vorbei. Hey, schäme mich nicht so. Das passiert vielen Männern. Wow, du musst gut sein, wenn du es schaffst, mich zu schlagen. Mach weiter so. Und komm noch mal in einigen Jahren vorbei. Schockiert mich selber. Wisst ihr, was das Traurige ist? Upsa. Wir werden Pokémon Kristall höchstwahrscheinlich nie am Tag sehen. Weil ich ab 20 Uhr streame. So, normalerweise freitags und Samstag. Das bedeutet, es gibt keinen Tag mehr. Die paar Minuten Präabend, die wir hatten heute, das war alles. So, die halbe, dreiviertel Stunde oder so. So, komm jederzeit wieder vorbei. Na klar, Joy. Es ist mir meine Freude, dich zu sehen. Oh. So, hallo Arni. Hallo. So, ich bin mir gerade unsicher. Welche Form hat das nochmal, die Arena? Ich glaube, das ist Pipi oder so. Pipi oder Pixi. So, die Dame haben wir auch besiegt. Dann schauen wir mal hier runter. Oh. Gibt's jetzt eigentlich öfters Fancy-Streams? Vermutlich nicht, nein. Lass dich nicht von dem netten Äußeren meiner Pokémon täuschen. Sie können dich platt machen. Oh Gott, Snubbull und Granbull höchstwahrscheinlich. Oh, ich krieg jetzt gleich schon eine Meise. Göre Jennifer möchte kämpfen. Snubbull, ich wusste es. Snubbull ist so ein hässliches Pokémon einfach.